Ja, sehr schönen guten Tag. Hier spricht Fritz Edlinger auf dem YouTube-Kanal der Zeitschrift International wieder mal. Heute ist Sonntag, der 10. Jänner, und wir werden uns heute mit Aspekten der letzten politischen Ereignisse in den USA befassen. Es wäre viel zu sagen, aber wir werden uns auf einige wenige Aspekte zunächst einmal konzentrieren. Ja, und meine Gesprächspartnerin ist unsere Autorin, die im vorletzten Heft ja einen langen Artikel noch vor den Wahlen verfasst hat, Tamara Kamatovic. Liebe Tamara, guten Tag. Guten Tag, Hag. Und Tamara ist US-Staatsbürgerin, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Wien, und sie hat einen PhD des Department of German Studies an der University of Chicago. Liebe Tamara, ich möchte heute weniger jetzt über die letzten, vorletzten politischen Details, wie wird das mit der neuen Administration sein, wie wird das bei der Amtseinführung sein, das sind Dinge, die tagespolitisch aktuell sind. Ich würde heute gerne einige der grundsätzlichen strukturellen Dinge, die im Zusammenhang mit den letzten Ereignissen auch angesichts des gesamten politischen Systems in den USA offensichtlich geworden sind. Vielleicht fangen wir so an. Es gab ja schon lange vor der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, gab es ja schon jahrzehntelang immer wiederum sehr fundamentale Kritiken am politischen System in den USA. Es wurde darauf hingewiesen, die explodierenden Einkommensunterschiede, der riesige Einfluss bestimmter Eliten, die kriegerische Außenpolitik und so weiter und so fort. Also es gibt hier eine Menge von Kritik, die jetzt etwas in den Hintergrund fast gedrängt wird durch die fürchterliche Inszenierung eben des Trumpismus. Sind die USA eigentlich noch das, als das sie sich vorgeben, nämlich eine Vorzeigedemokratie, quasi das Flaggschiff des westlichen demokratischen Wertegemeinschaft, oder sind sie eigentlich das, was manche sagen, eigentlich eine Plutokratie? Ja, ich würde vielleicht mit einer Frage antworten. Waren die USA jemals eine Vorzeigedemokratie? Plutokratie existiert in den USA schon seit den Anfängen. George Washington, der erste US-Präsident, hat von einem Reich geredet. Und im Grunde, was Amerika vom Alten Reich wirklich nur getrennt hat, war, dass sie keinen König als Staatsoberhaupt hatten. Später kam dann aber eine Geldaristokratie. Man muss nur an die verschiedenen Familien denken, die Vanderbilts, die Astor-Familie, DuPont und so weiter. Und das waren Familien, das waren Personen, sie haben direkte Kontrolle über die finanziellen Interessen des Landes gehabt und haben auch die politischen Bestellungen direkt beeinflusst. Man muss also in der jetzt historischen Zeit von 2007, 2020 vielleicht die Frage der Plutokratie in einem Kontext des Arbeitsanteils Amerikanerinnen am Bruttoinlandsprodukt ansprechen. Also das stagniert dramatisch, diese Zahlen, wie viel Anteil normaler Amerikanerinnen, die arbeiten gehen, eigentlich am Bruttoinlandsprodukt haben, ist sehr wenig und stagniert. Und die finanzielle Krise 2007 hat in dieser Hinsicht das noch weiter verschärft und nur die Banken vor Bankrott gerettet. Seit 2010, muss man auch noch dazu sagen, ist es das ausgesprochene Ziel der Republikanischen Partei, als Tea Party genannt, dass die Bundesstaaten pleite gehen und dass sie sozusagen den Staat schwächen. So, ich finde, wenn man Plutokratie bespricht, es gibt so Hinweise, dass schon seit dem Anfang, seit den Anfängen der amerikanischen Geschichte, Amerika
eigentlich als eine ungleiche Gesellschaft vertreten hat. Es gibt Vergleiche zwischen 2020 jetzt, die ich sehr interessant finde, mit 1890 und überhaupt mit dem 19. Jahrhundert, die Zeit der Robber Barons, also die wirklich sehr, sehr reichen Familien. Und jetzt aber sind diese Robber Barons Tech-Firmen wie Google und Amazon. Dieses Jahr im November ist sogar rausgekommen, dass Amazon die Pinkerton-Agentur, was die Zuschauer das kennen, das sind diese Detektiven, die Streike damals brechen sollten, anstellt, um Streike jetzt zu verhindern in Amazon-Fabriken. Und diese Tech-Firmen haben infolge der Ereignisse letzten Mittwoch noch mehr Macht gewonnen. Sie entscheiden, wie das mit Meinungsfreiheit auszuschauen hat, wer Twitter als Plattform benutzen darf, Facebook und so weiter. Also ich finde, das sind alles so Zeichen, die wir können sagen, Amerika war nie eine Vorzeigedemokratie, wie sie sich verkauft hat, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg als Exporter der Demokratie. Aber die neuen Entwicklungen haben historische Wurzeln, die man so direkt miteinander auch verbinden kann, was ich auch sehr interessant finde. Mhm. Na, es ist ja interessant, gerade jetzt zuletzt im Zusammenhang mit den Wahlen in Georgia um die zwei umstrittenen Sitze, kam ja so salopp über die Medien allein das Budget, das dort für den Wahlkampf um zwei Sitze mobilisiert wurde. Das waren über 500 Millionen US-Dollar für zwei Parlamentssitze. Das ist eine weitere Sache ist auch schon, es gibt ja diese zur Finanzierung des politischen Systems im Wesentlichen eine ganz merkwürdige Einrichtung, nämlich diese Political Action Committees. Das sind im Wesentlichen private Vereinigungen, die Geld sammeln für ganz bestimmte Politiker. Und da ist in den letzten Tagen auch schon wiederum, das führt dann zur übernächsten Frage, nämlich Trump hat schon zwei solche Super-PACs für die Zeit danach gegründet und die haben innerhalb von wenigen Tagen im Wesentlichen schon 250 Millionen Dollar gesammelt. Also nur so Highlights, die für durchschnittliche Europäer unvorstellbar sind, um welche Beträge es offensichtlich geht, um das politische System, das vorherrschende politische System in den USA am Leben zu erhalten. Und in dem Zusammenhang stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, es wurde ja von den Trumpianern eine massive Kritik am Wahlsystem artikuliert, ist auch nichts Neues. Diese Kritik am Wahlsystem, das ja in Wirklichkeit aus der Frühzeit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika stammt, ist ja wirklich für Europäer schwerst verständlich, offensichtlich auch immer mehr in den USA. Was erwartest du in Wirklichkeit jetzt aus dieser ganzen Trump-Geschichte? Wird es einen ernsthaften Versuch geben und ist dieser Versuch dann auch realistisch, dass er erfolgreich ist, dieses alte Wahlsystem in Frage zu stellen und zu reformieren? Du meinst, ob die Trumpianer, also die so Rechenaktivistinnen, die jetzt im Kapitol, also das Kapitol gestimmt haben, ob sie da was ändern können oder ob überhaupt... Ob das von den Demokraten zu erwarten ist, weil es spricht ja eigentlich kaum jemand sich positiv über das Wahlsystem in Amerika aus, aber beide Parteien, zuletzt die Republikaner offensichtlich, haben daran ja immer wiederum auch herum, wie wir auf Wienerisch sagen, herumgedoktert, indem sie also Wahlkreisgrenzen zu ihren Gunsten verschieben und so weiter. Also es ist ja ein Wahlsystem, das offensichtlich für zentraleuropäische Gesichtspunkte eigentlich undemokratisch ist. Ja, also... Und wem nutzt das? Ja, es gibt so, man kann vielleicht, wenn man über amerikanische Demokratie redet, es gibt so verschiedene Aspekte, die ich kurz ansprechen würde. Erstens, natürlich jeder kennt das System der Wahlmänner. Und das soll dazu dienen natürlich, dass jeder Bundesstaat gleiche Repräsentation hat, auch die Bundesstaaten, die wenig bevölkert sind. Also ich mache da ja kein Werturteil oder so, sondern ich
ich sage jetzt nur, was sind die verschiedenen Probleme mit amerikanischer direkten Demokratie? Es hat sich, also einige Sachen werden so als einfach selbstverständlich genommen, zum Beispiel eben dieses Wahlmännersystem. Weniger wissen aber, dass es in amerikanischer Geschichte Änderungen in dem Prozess gibt. Zum Beispiel früher wurden Senatoren direkt von den State Legislators, das sind die jeweiligen Träger der Legislative in den verschiedenen Bundesstaaten, einfach ernannt und nicht gewählt. Das ist natürlich jetzt eine andere Sache. Es sehr viele Probleme mit der amerikanischen Demokratie passieren nach dem amerikanischen Bürgerkrieg und nach dem verfehlten Experiment der, von Reconstruction, der Reconstruction im Süden. Und wie du ja angesprochen hast, der Ausgang der Wahlen letzte Woche in Georgia zeigen, dass dass sich da was auch 2020, also ungefähr 200 Jahre oder 150 Jahre nach Reconstruction was ändern kann. Georgia ist vielleicht das historisch korrupteste System in Politsystem in Amerika, und durch Aktivismus und Mobilisierung von Wählern haben sie es jetzt geschafft, dass historisch entrechtete Staatsbürger sich ins System reklamieren. Stacey Abrams, die eine Demokratin ist, in dieser Hinsicht eine Figur, die viel getan hat, um schwarze Wähler zu mobilisieren und motivieren, ihre Rechte aktiv zu nutzen. Was ich noch dazu sagen möchte und vielleicht was wichtig ist, ist, dass das US-System natürlich aufgrund des Wahlrechtssystems beziehungsweise Wahlmänner nicht direkte Demokratie darstellt. Was mir noch aber problematischer erscheint und was nicht so aktiv angesprochen wird, weder von den Demokraten noch von den Republikanern, ist, dass es ein Duopol der Macht gibt in Amerika zwischen den Republikanern und den Demokraten. Und es gibt verschiedene Gesetze, sie lassen keine Partei ins System zu. Das erscheint mir im Moment eigentlich ein großes Problem, weil man sieht ja am Beispiel des Trumpismus, dass es innerhalb des rechten Lagers eine, so etwas wie eine Spaltung gibt. Es gibt diese extrem rechten Nationalisten, die sind diese Trumpisten. Es gibt die normalen GOP-Vertreter wie Mitch McConnell. Das sind Big Business Loyalisten. Und innerhalb den Demokraten gibt es eine Spaltung. Es gibt die eben dieser linke Flügel. Man spricht immer von Alexandria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders. Es gibt eine echte Bewegung, aber sie kommen nicht ins System. Und das auch aufgrund der amerikanischen Geschichte. Es gab mal eine populistische Partei in Amerika, und das hat direkt die Interessen dieser beiden Parteien bedroht. Und deshalb gibt es Gesetze jetzt, die machen es sehr, sehr schwierig, für eine dritte Partei zu entstehen und Wählerinnen zu mobilisieren. Also das finde ich auch sozusagen etwas, was oft einfach ausgeschlossen wird und aus europäischer Sicht natürlich auch verwirrend ist, weil in Europa man es mit einem Parlament zu tun hat und mit vielen Parteien. Vielleicht ganz kurz und zuletzt, weil diese Ereignisse letzten Mittwoch in Washington D.C. stattgefunden haben. Du hast auch ein Problem von Puerto Rico und Washington D.C. Zwei dicht bevölkerte, also Puerto Rico eine Insel und eine Stadt D.C. Und sie haben beide kein Staatsrecht als Existenz. Also in Puerto Rico, wenn du dort geboren bist, bist du amerikanischer Staatsbürger, kriegst einen Pass, aber Puerto Rico hat keine Repräsentation im US-Kongress. Mit DC gibt es auch Argumente, dass DC ein eigener Staat darstellen soll. Das Problem natürlich mit diesen zwei Beispielen, und davor haben die Republikaner extrem viel Angst, ist, dass wenn die beide Staaten werden, dann kriegen sie jeweils zwei Senatoren, schicken die Senatoren zum Senat, und dann gewinnen die Demokraten vermutlich immer, weil eben die Puerto Rico und DC eher diverser sind. Ja, also so viel zur Demokratie. Der Senat ist einfach eine Frechheit, wenn man so will, weil jede Bundesstaat unabhängig von einer Bevölkerungsdichte jeweils zwei Senatoren nach DC schicken kann. Das heißt, Montana hat genauso viel Repräsentation wie Kalifornien. Ja, aber ob jetzt diese Ereignisse etwas ändern. Dazu ein Zitat von Rand Paul, der Sohn von Ron Paul, dem bekannten Libertarian. Er hat gesagt, wenn sie das Wahlmännersystem abschaffen, gewinnt niemals wieder ein Republikaner, und das wäre ganz schlimm. Bleiben wir noch ganz kurz bei den Republikanern oder bei dem, was die Republikaner jetzt sind. Nochmals zum Trump. Es wird ja viel davon gesprochen, von Trumpismus, dass im Wesentlichen Trump ja eigentlich auch nicht
ein genuiner Vertreter der Grand Old Party ist, sondern der ist innerhalb der eigenen Partei durch einen Putsch gekommen, hat aber jetzt Massen eher von schlecht ausgebildeten Unterschichtleuten mobilisiert, die ja traditionellerweise gar nicht zur Wählerklientel Republikaner gehört haben. Was ist zu erwarten von dem Trumpismus? Wird es diese Bewegung weitergeben? Wenn ja, in welcher Weise? Wird in dieser Bewegung Trump als Person eine Rolle spielen? Oder werden die im Wesentlichen weiterhin versuchen, innerhalb der Partei einfach Einfluss zu gewinnen und zu putschen? Was ist da zu erwarten? Auch im Zusammenhang mit dem Geld, das offensichtlich Donald Trump schon gesammelt hat. Wofür zum Beispiel, ist die Frage. Ja, ich glaube, der Trumpismus, wenn man ihn an der Unberechenbarkeit der Person Trump koppelt, ist wandelbar, ein wandelbares Phänomen. Es gibt meines Erachtens einen großen Unterschied zwischen dem Wahlkampf 2016, der von Trump geführt wurde, und 2020. Im Ersteren hat er einen deutlich rechtspopulistischen Ton angeschlagen. Er hat gegen verschiedene Freihandelsabkommen gesprochen. Das hat natürlich die GOP-Partei nicht sehr, also das hat ihnen nicht sehr gut gefallen. Er hat Amerikanerinnen versprochen, Sozialprogramme wie Medicare und Medicaid nie zu streichen, unangetastet zu lassen. Also direkte Angriffe für die Republikanische Partei, eine Partei, die aus den laissez-faire ideologischen Gründen den Staat eigentlich in den Bankrott treiben lässt. Mit dem Sprung auf 2020 ist der Trumpismus deutlich irrationaler geworden, was man ja auch an den Ereignissen von letzter Woche sieht. Es ist mehr zu einem Personenkult geworden und deutlich autoritärer, würde ich sagen. Also nicht autoritär wirtschaftlich, aber autoritär in seiner Auffassung. Es gab dieses Jahr meines Erachtens im Wahlprogramm Trump nichts, außer der Mensch Trump ist ein guter Mensch. Er meint es gut und er meint es gut mit euch. Was vielleicht noch dazu gekommen ist dieses Jahr, ist, dass sie Biden zu einem radikalen Linken erklären wollten, also die Linke als imaginären Feind gehabt haben und nicht so Ausländer, wie das ja davor, also vor der Pandemie war. Und er hat gehofft, Biden mit Black Lives Matter zu verbinden. Das ist nicht so gut ausgegangen, aber man muss zugestehen, dass wirklich, ich glaube, fast niemand wirklich mit der hohen Zahl der Trump-Wähler 2020 gerechnet hat. Es waren über 75 Millionen Menschen, die ihn weiterhin als Präsidenten sehen wollten. Und das bedeutet für mich, dass der Trumpismus sicher nicht verschwindet. Was unklar ist, ist, wer ihn weiter vertreten wird. Ob Trump, wie du sagst, von Mar-a-Lago aus als Drittpartei, oder ob Josh Hawley, das ist der, ich glaube, Senator oder Kongressabgeordneter aus Missouri, oder Ted Cruz, beide, die sich als Trump-Loyalisten vermarkten wollen, den Stab übernehmen. Also das ist so die Frage, wer den Trumpismus weiter vertritt, ob Trump selber oder jemand anders. Gut, aber es ist leider anzunehmen, dass es in irgendeiner Weise diese Bewegung mit ihrem Irrationalismus, mit ihrem Autoritarismus weitergeben wird. So. Damit sind wir jetzt bei der Frage, die natürlich heute jeden interessiert und auch von jedem diskutiert wird. Das können wir auch nicht ignorieren. Gut, es gibt also jetzt einen gewählten Präsidenten. Am 20. Jänner wird er, ob sein Vorgänger dabei ist oder nicht, ernannt und wird übernehmen mit einer Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses. Was ist von beiden zu erwarten? Ich muss gestehen, das weiß ich auch nicht. Also wenn man das Beispiel Barack Obamas nimmt, da hat man Wörter wie Hoffnung oft gehört. Man hat von ihm viel erwartet und er hat eine deutlich größere Mehrheit gehabt im Kongress, im Senat und im Haus, als es Biden jetzt hat. Und er hat nichts gemacht.
Also er hat wenig gemacht, ja, also mit seiner Macht. Er wollte, außer natürlich im außenpolitischen Bereich, aber das ist ein anderes Thema. Währenddessen Biden wirklich nie behauptet hat, so der Hoffnungsträger aller Amerikanerinnen zu sein. Er hat nur gemeint, er wird einiges wieder gut machen und das Kaputte, was Trump kaputt gemacht hat, natürlich wieder reparieren. Das war sein Versprechen an die Amerikaner. Und das kann er machen. Also ich habe mir wieder heute ein Interview angehört über Teddy Roosevelt, über Franklin Delano Roosevelt und sein Berater, was er alles am Anfang der Amtszeit von Franklin Delano Roosevelt machen hat können. Das kann Biden theoretisch auch. Also das ist das gleiche Land geblieben mit den gleichen Gesetzen und Biden hat die Mehrheit im Senat und im Haus und er hat die Macht der Exekutive. Also er kann, es ist nicht so, dass er keine Macht hat. Natürlich mit dem Impfplan zum Beispiel, mit der Verteilung des Impfstoffs könnte Biden auch nicht wenig machen als Präsident. Und er hat auch angekündigt, dass er zum Beispiel mehr Impfstoff auf den Markt bringen will für mehr Amerikanerinnen, weil sie haben die Hälfte eigentlich behalten wollen und dann für die nächste Dose von denjenigen, die schon geimpft worden sind, benutzen. Aber jetzt will er sozusagen schneller die Leute impfen, was natürlich sehr wichtig ist. Also eigentlich müsste das mit der Verteilung des Impfstoffs viel schneller gehen, wenn sie jetzt die Wirtschaft fürs nächste Jahr überhaupt wenn sie das retten wollen. Das wäre eine Sache, auf die er sich sofort konzentrieren könnte. Und ich glaube tatsächlich, und das haben wir nicht besprochen früher, aber dieser Putschversuch, wenn man so will, oder diese Inszenierung von Rechtsaktivistinnen im Kapitol letzte Woche, sind meiner Meinung nach auch eine Folge der Pandemie, weil viele Amerikanerinnen wirklich einfach zu Hause gelassen werden, also ihr normales soziales Leben ist unterbrochen, sie kriegen keine direkte Unterstützung vom Staat, außer die $1,000, die sie im Frühjahr bekommen haben. Das mit diesem CARES Act Programm ist Ende Juli ausgelaufen. Also es sind die Verhandlungen im Kongress waren eine Frechheit, wenn ich das sagen darf. Also es war wirklich, die kriegen keine Unterstützung. Sie verbringen sehr viel Zeit im Internet und den Mann, den sie gewählt haben, behauptet, es gäbe Wahlbetrug. Also das ist alles eine sehr giftige Mischung. Und um das zu bekämpfen, muss Biden sofort anfangen, die Folgen der Pandemie anzusprechen und irgendwas dort zu machen. Also nicht mehr Symbolpolitik, sondern konkrete Maßnahmen treffen, die Amerikanerinnen direkt helfen. Weil nur das, meiner Meinung nach, nur das kann wirklich die Verhinderung einer Extremisierung, einer weiteren der republikanischen Partei zu verhindern. Gut. Eigentlich, das ist ja noch relativ einfach machbar, weil es wird innerhalb der Demokratischen Partei keine Opposition geben. Er braucht jede einzelne Stimme, gerade im Senat. Und es gibt ja auch Wackelkandidaten, sagt man schon, bei den Demokraten. Aber jetzt ein großzügiges Programm zur Bekämpfung der Pandemie und der sozialen Folgen, ich glaube, das ist eigentlich auf gut wienerisch gesagt wiederum ein aufgelegter Elfmeter. Das kann, da braucht er eigentlich nur antreten und schießen. Mhm. Was allerdings wir sind eine Zeitschrift, die sich mit internationalen Beziehungen befasst, das spannende Thema für uns auch ist, auch im Hinblick auf die Auswahl seines Kabinetts, ist von diesem Kabinett bei den großen internationalen Themen, China, Iran, Klima ist auch eigentlich eine Marginalie, weil das man kann ohne dies radikal sofort nichts verbessern in der Klimapolitik. Man kann aber wieder beitreten, das wieder tun, damit wir da in Europa punkten. Aber was geschieht und was ist zu erwarten von der Biden-Administration bei den großen internationalen Konflikten? Wie gesagt, zwei habe ich genannt, China, Iran. Bei beiden sind ja die Ankündigungen eigentlich nicht so, dass man wesentlich eine Entspannung erwarten kann. Also ist hier, und man sagt ja auch, eigentlich in seinem Kabinett sitzt eigentlich das traditionelle Großkapital der USA stärker vertreten als im Trump-Kabinett.
Ja, also ich glaube, eine Entspannung der Lage wird es unter Biden nicht geben. Das haben wir auch das letzte Mal besprochen nach der Wahl. Ich glaube, es wird aber es wird Unterschiede geben zu Trump natürlich, weil Trump, wie ihr sicher wisst, hat dazu beigetragen, die Lage mit dem Iran zu verschärfen. Und das wirklich unterstützt von Partnern im Nahen Osten, Saudi-Arabien und Israel. Und es gab Berichte oder es kursierten Berichte, die mich ein bisschen beunruhigten, dass er einen Angriff auf den Iran geplant hat, den dazu dienen hätte sollen, Biden nicht, also dem Abkommen beitreten zu lassen. Das wäre aus meiner Sicht katastrophal, weil der Iran, also wir haben jetzt mit einem Jahr zu tun, seit oder mehr als ein Jahr jetzt, nachdem Qasem Soleimani von Amerikanern ermordet wurden. Das ist überhaupt gerade ein bisschen zu heiß, glaube ich, für mein Blut, was da Trump angefangen hat mit dem Iran. Und Biden, soweit ich gelesen habe und gehört habe und sein Außenminister, Aussagen von seinem Außenminister deuten konnte, will wirklich eine Rückkehr zu der Obama-Politik Iran machen. Also sie hätten gern wieder so ein Abkommen zwischen dem Iran und den USA und auch der Rest der Welt, Europa auch natürlich. Dazu gehört aber natürlich, dass ich glaube, nur der Akzent wird anders wo gelegt. Und ich glaube, das nach China. Und da erwarte ich eher einen so kalten Krieg, wenn man so will, über die Wirtschaft, über die Information, also einen Informationskrieg. Sie haben auch schon angefangen, in den Medien mehr über China zu reden, weniger über Russland als Feind der Demokratie, der US-Demokratie. Und das erwarte ich mir unter einer Biden-Präsidentschaft außenpolitisch. Ja, und ob jetzt natürlich diese Ereignisse das auch beeinflussen, ich meine, ich glaube, das können wir schon beantworten, weil natürlich, wie gesagt, diese Szene ist eine symbolische Überschreitung der amerikanischen Demokratie. Sie kann sich nicht mehr so, also das Land kann sich nicht mehr so gut verkaufen als Exporter der Demokratie in der Welt. Das ändert einfach diese symbolische Möglichkeit. Naja, es ist, weil du Iran angeschnitten hast. Also zum Ersten hat sich im Nahen Osten dank der Politik auch von Trump ja die Szenarien doch deutlich geändert. Es gibt diesen Vertrag zwischen einigen arabischen Staaten und Israel. Es gibt in Israel einen um seine nackte Existenz kämpfenden Premierminister, der in Wirklichkeit morgen den Iran angreifen würde, wenn man ihn ließe. Ja. Und das heißt, es ist, und gerade in den letzten Tagen ist ja noch der Schwiegersohn von Herrn Trump eifrig durch die Gegend im Nahen Osten gefahren und hat, was immer er den einzelnen Regierungen dort noch versprochen hat. Das heißt, gerade in diesem Krisenregion Nummer 1 haben sich die Rahmenbedingungen doch geändert und nach meiner Meinung nach doch etwas zum Negativen, zumal Biden ja selbst sagt, er ist wieder für einen Atomvertrag mit dem Iran, aber er ist für Nachverhandlungen. Das ist etwas, was bisher vom Iran strikte abgelehnt wurde. Jetzt ist die Gefahr, oder wie siehst du das, ob nicht in Wirklichkeit in dieser klassischen Krisenregion, die ja Europa unmittelbar betrifft, eigentlich von beiden eher noch eine Verschärfung zu erwarten ist? Ich hoffe nicht. Also ich erwarte es persönlich nicht. Ich erwarte, es gab einen Artikel in der New York Times vor ein paar Wochen, da hat ein, ich glaube, Ex-CIA, also geschrieben, dass Afghanistan, der Krieg in Afghanistan ist vorbei.
dabei, auch wenn das Militär dort bleibt oder um die afghanische Armee zu helfen mit Bekämpfung von Terroristen und so weiter. Natürlich ist das Propaganda und nicht und sollte uns erinnern, wie lange Amerika schon in Afghanistan ist mit dem Iran. Ich glaube, Amerika will noch den starken Partner spielen. Also sie wollen noch die Oberhand halten in den Verträgen und Verhandlungen mit dem Iran. Das dürfte der Grund weshalb der Biden von Nachverhandlungen spricht. Aber ich stelle es mir schwierig vor, dass der Iran auch nicht wieder dem Abkommen beitreten möchte. Natürlich, weil der Trump die Sanktionen gegen den Iran dermaßen verschärft hat, dass er das Land ein bisschen in eine Lage gezwungen hat. Und ich glaube, Europa, also die EU, würde sich auch freuen, wenn der Iran wieder dem Abkommen beitritt. Also meine Hoffnung ist, dass diese Region ein bisschen entspannter wird mit einer Biden-Präsidentschaft, aber ich kann mich durchaus irren. Also das ist nur gerade meine Perspektive aufgrund von verschiedenen Texten, die ich jetzt in den Medien gelesen habe. Na gut, damit haben wir ja gleich die nächsten Themen angesprochen. Wir warten jetzt einmal die Übernahme der Amtsgeschäfte ab, hoffen, dass dort alles einigermaßen glatt geht. Sie haben also jetzt eine Mauer um den Kongress herum gebaut. Es werden also keine gehörenden, fanatischen Schamanen auftreten, ist anzunehmen. Und dann sieht man einmal, welche erste Maßnahmen Biden bringen wird. Es wird nicht einfach. Er hat ein schreckliches Erbe zu verwalten, sowohl im Inland als auch international. Und es werden uns, ich bin sicher auch uns beiden, die Gesprächsthemen nicht ausgehen. Insofern danke für das heutige Gespräch. Wir haben bewusst ein paar Themen angeschnitten, die sonst in den letzten Tagen und Wochen eigentlich eher vergessen worden sind oder verdrängt worden sind oder von manchen vielleicht sogar bewusst in den Hintergrund gestellt worden sind, weil das amerikanische System, und das hat Trump nachdrücklich bewiesen, ist nicht das, als dass es sich gerne in der Welt und vor allem auch in Europa verkauft. Es wäre genügend Handlungsbedarf für innenpolitische Reformen und wir werden einmal sehen, ob Biden hier etwas liefern kann. In dem Sinn, herzlichen Dank, schönen Sonntag und wir bleiben im Gespräch. Tschüss. Danke. Servus, danke. Danke. Danke.